Im Keller werden Plastikboxen aufeinander gestapelt. Gleich hohe Boxen kommen auf gleich hohe Boxen. Frage: Auf welcher Höhe sind die drei Türme erstmals gleich hoch, wenn die Kante von diesem Würfel 15 cm misst, die Kante von diesem Würfel 18 cm misst und die Kante von diesem Würfel 30 cm ist? Selbstverständlich suchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache von 15, 18 und 30. Also machen wir für diese drei Zahlen zuerst eine Primfaktorenzerlegung. Das geht aber ganz rasch, da 15 ja 3 mal 5 ist, 18 ist 2 mal 9 und 30 ist 2 mal 15. So haben wir die Primfaktorenzerlegung sofort. Um das kleinste gemeinsame Vielfache herauszufinden, berücksichtigen wir alle Primfaktoren, die vorkommen, und das mit dem größten Exponenten. Die 2 kommt da und da vor, der Exponent ist 1, der größte also auch. Die 3 kommt da, da und da vor, und der größte Exponent ist diese 2, daher 3 hoch 2. Die 5 kommt da und da vor, beide Male mit Hochzahl 1, der größte Exponent ist also diese 1. Und 10 mal 9, das macht 90. Also, auf welcher Höhe werden diese drei Türme zum ersten Mal gleich hoch sein? Auf 90 Zentimeter. Wir können das schnell überprüfen, denn 6 mal diese 15, das macht 90. Also werden 6 solche Würfelchen übereinander gestapelt. 5 mal 18 macht auch 90. 5 solcher Würfel werden also übereinander gestapelt. Und 3 mal 30 macht auch 90. Solche Würfel setzen wir also 3 übereinander. Und somit ist die Frage beantwortet.